Um 18 Uhr ist Rennen übrigens heute. Und ich möchte mir unbedingt nochmal das Video anschauen bezüglich des Konsolenports von Asetek. Ich möchte gerne wissen, wo die News herkommt. Boah, die Musik. Lacktausch. Eine Woche ohne Lacktausch. Und das ist einfach, man ist instant schlecht drauf. I need Lacktausch in meinem Leben. Ich bin ja mal gespannt, ob ich den irgendwann mal sehe. Ich finde das so schön, dass ganz viele Menschen mich fragen, ob ich zur Sim Racing Expo komme. Und ich immer so ganz traurig sagen muss, nee, bin leider nicht da. Na, dann bin ich ja mal gespannt, wo das herkommt. Die News, dass Asetek jetzt in Konsolen reingeht. Wo hat denn Lacktausch das schon wieder ausgegraben? Wer hat ihm da schon wieder was zugetragen? Jetzt bin ich auf das Fanatec B-Roll gespannt. Herzlich willkommen zum Lacktausch. Ach, Lacktausch, Mann. Ich bin einfach dein Fan. Auch wenn vielleicht der ein oder andere mal denkt, dass ich mich darüber lustig mache. Nein, ich bin davon einfach mittlerweile Fan geworden. Kommt Asetek mit PlayStation-Kompatibilität und Batz wird erstmal das Fanatec-Wheel auf die Fanatec-Base geknallt. Ja, moin. Der Firmengründer von Asetek hat im Interview mit Traxion eine echte Bombe abgeworfen, würde ich mal sagen. Ganz locker aus dem Englischen übersetzt. He dropped a bombshell. Und zwar folgende. But we are actually launching a fourth completely brand new product line. And it's actually in tooling right now and will be launched Q1 next year. Okay, and right. I think pricing will be between 500 and 600 for a complete set. So wheel, base and pedals. Okay. And if we are lucky, there will also be console support. Oh, das erfüllt mich mit so viel Freude. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay, keine Ahnung, ob PlayStation oder Xbox, aber es kommt. Und da wird halt richtig Attacke gemacht auf den Sektor, der viel dominiert wurde. Und ich glaube, Asetek wird nicht der einzige Player sein, der da reingeht. Ui! So, das heißt natürlich noch nicht allzu viel. Also ich übersetze das nochmal in aller Kürze. Man plant bei Asetek jetzt, nachdem man bereits 2021 zuerst mit seinen Produkten rausgekommen ist. Die haben jetzt bereits eine echt breite Produktpalette aufgebaut, muss man wirklich sagen. Es ist unfassbar, mit was für einer unfassbaren Innovationskraft Asetek hier auf den Simracing-Markt geschossen sind, muss man geradezu sagen. Und jetzt kommen sie bereits mit den Plänen raus. Sie wollten Anfang nächsten Jahres, beziehungsweise in Q1, das kann sich also bis Ende März erstrecken, bis Ende März nächsten Jahres möchte man eine komplett neue Produktlinie rausbringen. Die wird sich im Einsteigerbereich abspielen. Und das wird umfassen Wheelbase, Lenkräder oder ein Lenkrad und Pedale. Also wirklich ein komplettes Setup. Und ja, warum bin ich jetzt so angepiekst? Weil, um ehrlich zu sein, mein erster Gedanke war, okay, Konsolensupport, das wird wie üblich Microsoft Xbox sein. Die sind ziemlich offen, da kann im Grunde fast jeder irgendwie mitspielen. Wow. Wir wissen ja auch, dass Microsoft seine Konsolensparte mittlerweile relativ egal ist. Und ja, kannst ja alles auf dem Computer spielen, nicht? Aber ich glaube nicht, dann wird er sagen, dass das auf eine Konsole geht. Also jetzt in all den Jahren, die ich Asetek beobachte und Kontakt zu Asetek habe, was ich regelmäßig habe, ist das verlässlich, dass wenn der Chef das sagt, und das ist über die letzten 3 Jahre mal häufiger vorgekommen, dann hat das Hand und Fuß. Das ist auch übrigens einer der wenigen CEOs, wo ich wirklich aufschaue und sage, Mara, das ist wirklich ein Chef aus der Firma, den hätte ich auch gerne. Da würde ich auch gern arbeiten. Der ist richtig krass. Also krass im Sinne von, der steht da, der sagt was und der macht er das. Wenn was passiert, sagt er, er ist schuld. Sorry, hier ist mein Angebot, um das zu fixen und gut ist. Und jetzt kann man von den Produkten halten, was man will oder ob die zu teuer sind oder was auch immer Leute sich da mit dem Ökosystem und Anbauteile und so weiter manchmal, woran sie sich stören. Aber das ist auf jeden Fall ein Banger und super erfrischend.
Also das ist halt wirklich, der Dude, der da im Interview sitzt, ist nicht irgendein Marketing-Fuzzi, sondern das ist der Chef von Asitec, der da sitzt. Der Chef, dem gehört der Laden quasi. Das finde ich richtig gut. Freue ich mich sehr drauf. Aber ich bin gespannt, ob Lacktausch noch tiefer reingegangen ist und wieder irgendwo was gefunden hat. Und da ist die Einstiegshürde nicht ganz so hoch. Aber es gibt verschiedene Aspekte, die mich vermuten lassen, dass wir es hier vielleicht doch mit einer tatsächlich ziemlich großen Nachricht zu tun haben. Wie hieß der Politiker, der immer seine Kapuze aufhat? Martin Sonneberg? Sonneburg? Sind die Asitec Wheelbases deiner Meinung nach zu teuer? Nee, die Asitec Wheelbases, Nico Semsroth, dankeschön, Iska. Nee, Asitecs Wheelbases sind aktuell die besten Wheelbases, die man kaufen kann. Sage ich dir einfach so, wie es ist. Das sind momentan von der, ich rede nicht von der Qualität des ganzen Produktes in physischer Form, sondern das, was da rauskommt an deine Hände, ist das mit das Beste, wenn nicht, also ich würde sogar sagen, das Beste Force Feedback, was du aktuell kriegen kannst. Also ich habe jetzt gerade vor diese Woche Montag, also vor 4 Tagen, meine Review abgeschlossen zum La Prima Set. Und ich bin ein bisschen skeptisch gewesen beim La Prima Set, weil, also nicht wegen Asitec selber, sondern weil Wheelbases, die meistens nicht so viel Bums im Motor haben, bisschen schwierig sind an manchen Stellen, wegen Clipping und Details gehen flöten. Aber selbst die Wheelbase mit 12 Newtonmeter, selbst die Wheelbase hat so ein fantastisches Force Feedback gehabt, dass ich selbst mit der kleinsten Wheelbase gesagt hätte, das würde mir sogar ausreichen zum Fahren. Also da fehlte kein Force Feedback in der Wheelbase selber. Also im Sinne von, du fährst Eau Rouge hoch und dann hast du diese gehende Leere, weil der Motor das nicht darstellen kann. Hast du alles nicht gehabt. Also ich bin auch aktuell so in mir selber am Überlegen, wenn das neue Rig da ist, also wenn ich mein neues habe, auf die Invicta zu wechseln. Und das Ding mal wirklich ein paar Jahre zu reiten, den Apparat. Und meine Simocube mal in den Ruhestand schicke. So gut finde ich die Wheelbases. Und nee, die sind definitiv nicht zu teuer. Also ich finde von Asitec persönlich, finde ich ehrlich gesagt wenig bis gar nicht zu teuer. Der Quick Release könnte meines Erachtens etwas günstiger sein, aber da haben sie auch schon auf die Community gehört und sind da mit dem Preis etwas ja, Richtung niedrigen Preissegment gekommen. Kostet natürlich immer noch ein Stückchen. Also für viel Wheel-Fahrer, also wer viele Lenkräder hat, ist das Ego-System noch ein bisschen tricky, weil man da 1-2 Mark mehr in der Hand nehmen muss. Ne? Also bei mir wären es jetzt halt 1, 2, 3, 4 Quick-Releases, die ich mir kaufen müsste. Das wären fast 400 Euro, die ich da hinlegen müsste. Aber ich sag mal so, das wäre ich gewillt, in Kauf zu nehmen, um die Wheelbase zu fahren. Weil das ist wirklich wild, was da rauskommt aus den Dingern. Und Wheels, gut, muss man für sich entscheiden, ob der Look jetzt deins ist oder nicht. Ne? Das ist wirklich ein, wie sagt man denn, ist Geschmackssache. Genau, Geschmackssache ist das. Ich wollte subjektiv und objektiv schon wieder, aber lassen wir das. Das ist natürlich Geschmackssache, wobei sie ja da auch schon den Kunden entgegengekommen sind. Das könnte sich hier nämlich wirklich um eine PlayStation-Lizenz handeln. Was sind die Indizien? Naja, für mich zum einen, dass man bei Asitec immer noch wartet und noch kein Okay und kein Go hat. Und André Eriksen auch ausdrücklich sagt, das liegt nicht in meiner Hand. Das entscheiden andere mit. Also auch diese Zurückhaltung, die deutet sehr auf die Japaner von Sony hin. Da muss man wirklich sehr, sehr behutsam vorgehen. Das hat uns ja auch die Vergangenheit bereits gezeigt und die Probleme um die Freigabe der DD Plus von Fanatec zum Beispiel, die ja auch sehr verzögert erst kam, wo auch Thomas Jackermeier sich sehr, sehr zurückhaltend nur geäußert hat und eigentlich gar nichts weiter darüber gesagt hat, wann wir nun damit rechnen könnten und ob und in wessen Hand es läge und so weiter und so fort. Also die Art der Kommunikation, die lässt mich da schon einiges vermuten. Aber ein noch viel stärkeres Indiz ist natürlich, dass man von Seiten Asitec hier mit einer kompletten Produktlinie reingeht. Und da kennen wir die Vorgaben von Sony, wir kennen auch die Vorgaben von Microsoft. Im Grunde reicht bei Microsoft ein Lenkrad aus, das Xbox-kompatibel ist und dann läuft die Kiste.
Das haben wir bereits in der Vergangenheit gesehen, haben wir mit Moza gesehen. Da muss man im Grunde nur ein Xbox-kompatibles Lenkrad rausbringen, das den Xbox-Chip hat, und dann läuft es und fertig ist die Laube. Ganz anders hingegen bei Sony, und Sony hat da auch sehr explizite Auflagen. Wir haben es auch bei Fanatec in der Vergangenheit gesehen. Es mussten im Grunde immer komplette Sim-Racing-Sets lizenziert und rausgebracht werden für die Konsole. Das waren in der Vergangenheit immer komplette Sets bestehend aus Lenkrad, Wheelbase und Pedalen. Insofern, ja, sieht es relativ gut aus. Ich würde sagen, die Indizien sprechen schon relativ stark dafür, dass wir hier damit rechnen könnten, dass Asetek tatsächlich unter Umständen eine Sony-Lizenz bekommt, um hier eine Produktlinie für die PlayStation rauszubringen. Andere Faktoren sprechen natürlich auch dafür, nämlich die Firmenübernahme Fanatec durch Corsair. Vielleicht habt ihr davon gehört. Da hat sich ein bisschen was ereignet in den letzten Wochen. Und das kann natürlich auch Auswirkungen auf die bestehenden Lizenzverträge mit Sony haben, sodass man sich bei Sony vielleicht sagt, mit Fanatec unter Thomas Jackermeier, wunderbar, das war gut, da hatten wir eine vertrauensvolle, enge Zusammenarbeit. Mit Corsair, keine Ahnung, was uns da erwartet, kennen wir nicht so gut. Vielleicht bestehen da auch Konflikte, von denen wir als Kunden nichts wissen, keine Ahnung. Vielleicht besteht aber auch ein besonders gutes Verhältnis zu Corsair. Wir wissen es einfach nicht. Jedenfalls denke ich, sind dort auch die Lizenzvereinbarungen auf dem Prüfstand. Insofern hat man bei Sony vielleicht jetzt auch eher die Bereitschaft zu sagen, na, wir lassen andere Anbieter vielleicht auch noch auf unsere Plattform kommen. Das alles könnte hier mit reinspielen und sind meines Erachtens nach wirklich Indizien dafür, die darauf hindeuten, dass es sich hier bei Asetek und der neuen Produktlinie tatsächlich um Sony-lizenzierte Produkte handeln könnte. Könnte, ja. Das wäre dann der dritte Anbieter, oder? Wir haben, PXH. Der vierte. Thrustmaster, Fanatec, Logitech, Asetek und PXH, also fünf dann. Das wäre wirklich gigantisch, weil dann ist jemand nämlich mal aus dem Sim-Racing wieder da, der am Zahn der Zeit lebt. Ich möchte damit nicht sagen, dass Fanatec nicht am Zahn der Zeit lebt. Sie haben nur eine Produktsparte, die am Zahn der Zeit ist. Die anderen Sachen sind ein bisschen älter, was okay ist. Kann ja alles immer noch aufgewertet werden. Lassen wir mal außen vor. Das wäre schon wild. Und dann für den Preis? Und dann für den Preis? Da geht's richtig, da ist richtig Attacke gerade. Oh, das nächste halbe Jahr wird wirklich interessant. Also gerade wenn, also warum das alles so interessant ist, weil das natürlich viel Bewegung reinbringt. Und wir setzen gerade neue Standards, was die Preise angeht. Wir werden in der nahen Zukunft, was Active Pedals angeht, hat Moza die Türen geöffnet und die Pforten geöffnet für ganz, ganz viele Mitspieler, die da reinkommen. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass da noch ein paar andere Leute dahinter sitzen und auch andere Firmen, die daran gerade entwickeln. Und jetzt gerade durch diesen ganzen Krieg, ich nenne es jetzt einfach mal Krieg, der bei Fanatec stattgefunden hat, haben, glaube ich, ganz, 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 ganz viele Firmen aktuell die Lauscher aufgemacht, weil da öffnet sich nämlich das interessanteste Preissegment für Simracing. Ob man das glaubt oder nicht, das ist das interessanteste Segment, Preissegment und Hardware-Segment, weil es da am allermeisten Geld gibt. Weil das kauft sich fast jeder für den Einstieg. Fast jeder. Also es gibt wenig Menschen, die mehr als, sag ich mal, 500-600 Euro in die Hand nehmen, um da reinzugehen. Und das Preissegment ist jetzt gerade geschaffen durch Moza mit dem R5-Bundle. Aber was wäre denn, wenn jetzt ein Player kommt, so wie Asetek, A, die Konsole abdeckt und B, vielleicht mit 8 Newtonmeter um die Ecke kommt. Oder mit 7 Newtonmetern. Oder sowas in die Richtung. Und das macht es gerade super, super interessant, weil die Leute und die, nicht die Leute, sondern die Firmen, glaube ich, da sitzen und rechnen und kalkulieren, wie sie in diesen Sektor reinkommen können. Weil, also Fanatec ist ja angeschlagen, logischerweise. Die haben ja jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr ein bisschen Schwierigkeiten und auch der Ruf ist ein bisschen am Bröseln, zumindest in der eingefleischten Community, so ein bisschen. Wird den Großteil nicht interessieren. Die Frage ist aber nachher, was ist mit den ganzen Sponsorverträgen, die das ja bewirkt haben, dass so viele Leute dorthin kommen. Ne?
Also Fanatec konnte man ja nie übersehen. Wenn du Simracing eingegeben hast, bist du bei Fanatec gekommen. So. Und deswegen ist dieser Markt gerade so interessant. Und das wird ein richtiger Banger, wenn das hier passieren sollte. Weil ich glaube, also mein Bauchgefühl, und da könnt ihr mich gerne drauf festnageln in einem halben, dreiviertel Jahr, mein Bauchgefühl sagt, dass Moser so ein Ding auch noch droppen wird. Nur, dass sie noch nichts davon gesagt haben. Das sagt mir mein Bauchgefühl, dass die auch dran sind. Die sind da richtig am Wühlen. Weil die Preise, die haben ja die Preise angepasst der Wheelbases. Und das heißt ja meistens, also wenn die schon eine Weile draußen sind und die Preise werden angepasst, dass da was Neues kommt. Weil die Sachen müssen raus, die müssen verkauft werden. Ist jetzt nicht extrem viel Anpassung gewesen, aber es war erstmal eine Reaktion auf die Sache, die jetzt mit Fanatec abgelaufen ist, dass sie so ein bisschen auch in die Preisregion reinkommen. Und in der Regel ist das fast so, wir müssen mal kurz das Lager leer machen, da kommt wieder noch was Neues. Und ich habe so, mein Bauch sagt mir, dass Moser auch so ein Ding droppt in den nächsten paar Monaten. Aus Versehen so, huch, hoppla, hi, oh, Mensch, ach so, was wir euch noch sagen wollten, wir haben hier zufällig gerade PlayStation-lizenzierte Lenkräder und Wheelbases und Pedalen, falls ihr Interesse haben solltet, so, moin. Ihr wisst, wenn es um Spekulationen geht, seid ihr bei mir genau richtig. Das waren also auch reine Spekulationen, basierend auf Indizien, die, wie ich finde, relativ stichhaltig sind. Aber kann natürlich auch wirklich sein, dass das Ganze sich nur auf die Xbox bezieht. Wir werden es irgendwann erfahren. Ich denke, in den nächsten Monaten, spätestens bis November, Dezember sollte da eigentlich von Asetek eine klare Aussage kommen, wenn man in Q1 2025 die Produktlinie wirklich veröffentlichen möchte. Dann braucht man ja auch noch ein bisschen Marketingvorlauf. Insofern rechne ich schon damit, dass wir hier bis Ende des Jahres eine klare Aussage bekommen werden. Wir dürfen jedenfalls sehr gespannt sein. Und wenn ihr euch bis dahin näher und detaillierter über die Produktlinie von Asetek informieren wollt, dann würde ich euch gerne den Kanal von Tobi Wan Ken Tobi wärmstens ans Herz legen. Der nennt sich Tobi Wan Ken Tobi Sim Racing. Und Tobi Wan macht hier sehr, sehr detaillierte Videos über Asetek-Produkte. Hier seht ihr zum Beispiel 8 Monate alt das Video, aber nicht minder aktuell. Einen ausführlichen Test über die Asetek Invicta Wheelbase. Er spricht auch relativ ausführlich über technische Details, kennt sich da sehr, sehr gut aus, spricht über die Vorzüge und Nachteile verschiedener Elektromotoren etc. Er kommt da wirklich vom Fach und weiß, wovon er redet. Hier ein Video über die Invicta S-Pedale, das Asetek Forte Formula Wheel vorgestellt etc. pp. Also bei Tobi Wan Ken Tobi könnt ihr nach Herzenslust stöbern und euch über Asetek-Produkte informieren. Aber ihr findet dann natürlich noch sehr viel mehr allgemeine Simracing-News. Die schaue ich mir auch immer sehr gerne an, um hier mal ein wenig über den Tellerrand hinaus zu blicken und auch mal mitzubekommen, was sich am PC alles abspielt. Insofern sehr, sehr interessanter Simracing-Kanal, kann ich euch allen nur wärmstens empfehlen. Ja, und damit empfehle ich mich. Bleibt sauber, bis bald und tschüss. Das rechne ich Lacktausch extrem hoch an. Aus dem folgenden Grund, die ganze Fanatec-Geschichte, die er selber bespielt hat und dadurch eine gewissermaßen einen guten Zuwachs bekommen hat, gibt er an andere Leute auch weiter. Und das finde ich schön. Und das rechne ich Lacktausch wirklich sehr hoch an. Ich finde, wir sollten ein bisschen mehr füreinander da sein und miteinander da sein und nicht mehr gegeneinander arbeiten. Und deswegen mag ich das, also genau sowas mag ich extrem gerne, einfach zu sagen, hey Leute, ich bin in diesem Universum noch nicht drin, da ist aber jemand, der kennt sich damit halt aus und nicht irgendwie jetzt zu sagen, hey, Dizzy hat hier auch Reviews gemacht, sondern dass er Tobi nimmt, weil Tobi halt noch viel tiefer in der Materie drin steckt, weil der das halt tagtäglich fährt, den ganzen Stuff. Das finde ich gut, Lacktausch, wirklich. Und eine Frage, und ich weiß nicht, ob ich jetzt dir auf die Schuhe damit trete, Lacktausch. Sag mal, du kleiner Wonneproppen, hast du zufällig ein Video-Rolling liegen und machst quasi nur das Voice-Over oben drüber? Ich habe das die letzten paar Tage beziehungsweise paar Videos da mal beobachtet. Irgendwie kommt mir der Ablauf deines Videos immer sehr bekannt vor.
Hast du dir die Arbeit etwa etwas vereinfacht, weil dein Gesicht nicht zu sehen ist? Du Schlingel, du. Danke für das Video, Nacktausch. Kuss, geht raus.